Ja, und damit willkommen zurück zu Starfield. In der letzten Episode haben wir ja damit aufgehört, dass wir hier ja diese angeblichen Soldaten da finden sollen. Haben wir ja da ein bisschen Spaß gehabt. Und ich würde sagen, es geht weiter. Es ist leider etwas dunkel. Jetzt schon mal durchladen. Ah ja. Habt ihr ein Problem? Nee, haben wir nicht. Ja, wir haben ein Problem mit. Oh. Oh. Von wem kommt jetzt die Granate? Du lässt mir keine andere Wahl. Wo? Ach, da. Und da. Meine Hilfe. Vasco, du bist einfach. Ah, da ist einfach so keine Hilfe. Oh. Okay. Wir haben da eventuell einen Mitarbeiter gefunden. Einen ehemaligen. lecker. Ich glaube, da soll ich bestimmt reingehen. In Deckung. Sie schmeißt die Granaten. So, wo ist das Viech jetzt hin? Boot. Ach da. Ah, da hinten ist Nummer 2. Ich weiß nicht. Schusswaffe wäre vielleicht nicht schlecht. Oh, die Schwerkraft ist low hier. Oh, da kommt was. Na. Ah ja. Einfach so auftauchen. Achtung! Nice. Ich glaube, ich gehe mir auf die Schrotflinte. Machen wir jetzt wieder 8 Schuss. Wow. Eine Falle. Alles klar. Überhaupt nicht gesehen. Oh, und doch. Geil. Wir gehen mal. Ah, oh, wenn ich nicht so wenig Munition hätte, wäre es halt schon eine geile Waffe. Sehr gut. So, einmal Medipack. Oh, da ist noch jemand. Hat aber nichts Tolles. Moment. Interessante Knochen. So, hier lang. Die Spuren führen noch links. Wow. Sie sind definitiv hier lang gekommen. Hoffentlich sitzen Sie nicht mit Scharfschützengewehren oben auf den Wänden des Canyons. Hey! Sehr gut. Ah, ich hoffe, wir haben die bald. Besser hingucken. Ich habe da gerade was Rotes gesehen. Da. Ist schön, mal unter Freien. Oder ist es die Mine? Als Mutter bin ich nicht mehr so oft gegessen, was ich will. Nein, ein Geschütz. Na, Geschütz. Munition bitte. Dankeschön. Oh. Ob die böse sind, was auch immer das ist,
Oh, sie sind böse. Allah! Gott. Gott sei Dank sind sie groß. Kann man gut treffen. Ja, schade, eigentlich will ich. Oh. Sind die Dinosaurier jetzt wieder da? Okay. Oh. Noch einer. Wer hat denn ein Problem? Für nach links. Du bist ein Naturtalent im Pferden lesen. Ist nicht so schwer mitten. Oh. Gut. Oh nein. Ha. Gut. Also schnell mit dem Booster weg, wenn es passiert. Riechst du das? Ich verwette meine Marke, dass das ein Lagerfeuer ist. Sie sind ganz in der Nähe. Halt dich bereit. Haben sie gerade direkt abknallen sollen? Wieso werden da schon wieder geschossen? Vor allem, wer schießt wohin? Ach so, Schussübung. Ja, ich glaube, wir sollten mit denen erstmal reden, ne? Gleich amüsieren wir uns. Guck mal an, wen haben wir denn da? Die Wagoner hat die Kavallerie gerufen. Aber eine jämmerliche Kavallerie. Dreht mal lieber um und verschwindet wieder, solange ihr noch könnt. Oh, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Ach ja, wir fühlen uns hier aber pudelwohl. Und in der Überzahl sind wir auch noch. Das macht nichts. Du spielst mit einem schwachen Blatt. Absolut nicht. Also. Außer du meinst einen Roboter. Dann ja. Die letzten Worte, die ich vergessen kann. Ja. Wir sind abgeflogen. Sie dürfen nicht. Okay. Nicht komm schon. Erstmal weg hier. So, Granate. Warum kann ich das eigentlich nicht automatisch auswählen? Bitte Granate. Alter, nein. Oh. Dieser scheiß Roboter. Ist nichts Persönliches. Ja, nur so ein bisschen. Gott, wir haben nur noch ihn. Ja, sehr gut. Oh, ich freue mich schon auf den Loot. Ja, ich weiß.
Ach was, wir sollen mit ihm reden. Aber ich will ihn eigentlich... Och, was? Ich dachte, ich sollte mit ihm reden. Hat irgendwie gerade den Eindruck dazu gemacht. Das war deutlich heftiger. Job erledigt. Reden wir. Geil. Gut, bevor wir reden, werde ich jetzt erstmal schön alles looten hier. Ach, da jetzt ein paar Explosiv. Oh, mach mal hier illegal Alkohol. So. Sieht eigentlich aus wie eine Bombe. Box. Oh ja. Ist da noch mehr davon? Ah, hier. Waffenkoffer, da ist nichts mehr drin. Aber Munition. Her damit. So. Nice. Waren das jetzt alle? Gut. Geil. Mal hier oben noch was. Oh ja, da, Kiste. Runter. Ja, damit. Yes. Und da oben. Hat es doch auch irgendwo geleuchtet. Ja, hier. Quasi der Ausguck. Oh, ja, Munitionskoffer ist natürlich leer. Okay. Dann bleibt eigentlich nur noch... Was ist da oben? Ist das ein Schiff? Jetzt wissen wir halt leider nicht, warum sie halt initial überhaupt daherkommen sind. Aber wir hätten jetzt ein zweites Schiff. Da jemand daheim ist? Unzugänglich. Hm. Ja, nehmen wir wenigstens das Medipack mit. So, wollen wir kurz quatschen? Alles okay? Alles bestens. Wirklich? Du führst wohl ein ziemlich aufregendes Leben. Ja. Je weniger ich über dich weiß, desto besser. Hm? Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir irgendwie heraus, was die Typen vorhatten. Ebenso. Lies die Slate, Job erledigt. Ach, da haben wir ja irgendwas genommen. Ah, neue Items, Job erledigt. Mein Kontakt in der Firma hat geliefert. Ich habe den Schiff, habe es mir direkt in der Fabrik unter den Nagel gerissen. Sehr peinlich für HopeTech. Sobald die Credits auf meinem Konto sind, setze ich es an der vereinbarten Stelle ab. Was du in Zukunft noch mehr Schiffe brauchst, sag Bescheid. Für solche Jobs habe ich immer zu haben. Aha. Hallo. Hast du was Interessantes gefunden? Wir zeigen. Sieh dir das mal an. Was haben wir denn hier alles? Interessant. Ihr Schiff wurde also aus der HopeTech-Fabrik gestohlen. Wer auch immer das war, muss ein unfassbar guter Schiffsdieb sein. Irgendjemand will diese Farm unbedingt haben. Apropos. Gehen wir zurück und sagen Wagoner, dass sie erstmal in Sicherheit ist. Ja, fürs Erste, ne? Wir wissen halt immer noch nicht, was in dieser Form so speziell ist. Also dann mal... Naja, was soll's. Okay, kann ich da hinten eine Schnellreise machen oder muss ich jetzt da den ganzen Kennen wieder gehen? Ne, kann ich. Ciao. Mal sehen. Was gibt's Neues? Ja, du hast keinen Besuch mehr. Was ist passiert? Habt ihr die Männer gefunden? Das könnte man so sagen, ja. Na, da bin ich aber froh, dass ihr unversehrt seid. Die waren entweder verrückt oder verzweifelt, wenn sie sich mit den Freestar Rangern anlegen. Also, wer waren sie? Und warum wollten sie meine Farm haben? Wissen wir nicht. HopeTech? Das Frachtschiffunternehmen? Tut mir leid, darüber weiß ich nichts.
Na gut. Ich weiß also nicht, ob nicht noch mehr kommen. Ja, genau. Dann lege ich mir wohl lieber eine Waffe neben's Bett. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich will nicht als die Wagoner in Erinnerung bleiben, die nach Generationen die Farm der Familie verloren hat. Verzeihung, Deputy, aber wir erpressen keine Credits von den Menschen, die wir beschützen. Aber... Wow. 8300, immerhin. So. Ja gut, warte mal, ich will mich eigentlich ganz kurz da nochmal umsehen. Das sieht eigentlich noch ganz nett aus hier. Bisschen... cool. Nette Küche. Das ist nicht so nett. Weißt du doch, hier gibt es Induktionshochfelder. Mein Gott. Wohl Retro. Also. Aufs Schiff oder wo darf es jetzt hingehen? Dann war es Erkunde 63. Ja, warte mal. Missionen L. Hoffnungsträger, begib dich nach Aquila City. Okay. Dann können wir ja... Moment. Aquila City. So, landen. Na komm. Ich bin. Du bist was? Wir werden dann wirklich mal die Crew wechseln. Also. Den Roboter geht's echt nicht gut. In der Killer City ist immer was. Sieht jetzt irgendwie auch geil aus, so am Morgen, ne? Hat schon was. So, Lele. Lass mich raten, wir müssen mit dem Oberboss reden. Ja, natürlich. Hey, Deputy. Moin. Neuer Deputy, was? Freut mich sehr. Ja, spricht sich aber schnell rum hier. Ah, ne, Moment, da ging es ja noch mal eins drauf. Wie bist du so schnell hier hoch? Immer das Rumcheaten hier. Mein Sehen. Was ist auf Montara Luna los? Der Hilferuf von der Wagoner Farm war doch ein wenig interessanter als gedacht. Ein paar Männer wollten die Wagoners von ihrem Land vertreiben. Erst wollten sie es kaufen, dann haben sie es mit Drohungen versucht. Wir haben sie zur Rede gestellt. Das wurde hässlich. Es hat keiner von ihnen überlebt. Du hast jemandem in Not geholfen und bist lebendig zurück. Das ist ein Erfolg. Ja. Ganz genau. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Vorher ist sie nicht außer Gefahr. Welchen Eindruck hattest du von den Männern, die sich die Farm holen wollten? Ja, tough. Nee. Zieht mich tot. Nein, das will ich nicht machen. Du genießt die Gewalt, oder? Ab und zu. Wenn du jemanden erschießen musst, dann bitte aus dem richtigen Grund. Wenn sie das Feuer eröffnen, darfst du es natürlich erwidern. Aber ansonsten ist jede Art von Gewalt zu vermeiden. Also, ja, ich weiß habt ja ihr nicht. Etwas gefunden, das erklären könnte, warum diese Männer die Farm wollten? Nee. Also, ja. Okay. Der Dieb hatte offenbar Hilfe von einem Insider bei Hope Tech. Das ist nicht gerade viel. Es gibt noch was. Sie hatten Uniformen der Freestar-Miliz an. Das Einheitenabzeichen war gelb auf schwarz mit der Zahl 1. Hast du nicht im Koloniekrieg gekämpft, Marshall? Klingelt da irgendwas bei dir? Die First Cavalry. Ich war mal in der Einheit.
aber sie wurde vor Jahrzehnten aufgelöst. Nach der Schlacht von Nera. Es war sowieso nicht mehr viel übrig. Ja, Volvo. Nein, es wirft nur neue Fragen auf. Der Schiffsdieb kann uns vermutlich ein paar Antworten liefern. Die Hope-Tech-Fabrik liegt in Hopetown auf Polvo. Nirgalu ist unser Ranger dort. Sie kann dir Ron Hope vorstellen, den Präsidenten von Hope-Tech. Vielleicht kann er dir helfen, den Dieb zu finden. Aber pass auf, dass du ihn nicht verärgerst. Er sitzt im Rat der Gouverneure, dem wir unterstellt sind. Ja. Normalerweise würde ich eine solche Hingabe loben. Aber du musst hier das große Ganze im Auge behalten. Wir haben unsere Befugnisse vom Rat der Gouverneure verliehen bekommen. Vergiss das nicht. Das ist jetzt deine Mission, Deputy. Finde gemeinsam mit den anderen Rangern möglichst viel über die Männer auf Montara Luna heraus. Ich suche inzwischen nach einer möglichen Verbindung zur First Cavalry. Viel Glück bei der Jagd. Alles klar. So, da bezüglich Inventar, die neuen Goodies. Was haben wir denn da? Esther Tamer. Aber kein Schuss. Moment, nee, Moment, wo ist diese eine? Autonit-Pistole 88 Schuss, 120 Schaden. Das ist ein bisschen doof. Wir werden es mal behalten. Wobei ich müsste mal. Oh, geil. Was sieht das aus? Geile Waffe. Haha. Ja, mit der spiele ich jetzt ein bisschen. Schiff. I guess. So, wir gehen mal auf unseren Schiff und werden mal die Crew anpassen. Weil der Roboter. Ja, ich weiß nicht. Erstmal aufstehen. Südele. Sind die denn alle? Ist einer hier unten? Nö. Okay, dann gehen wir darauf. Ne? So, jemand hier. Ne, sind auch hier unten. Alle klar. Bist du zum Plaudern hier? Oh, nicht wirklich. Du, Lynn. Schön, dich zu sehen. Komm mal eine Weile mit. Na, endlich. Ich habe schon gewartet. Hoffentlich hilfst du mir ein bisschen mehr. Meine Wahrscheinlichkeit ist gering, aber besser als der Roboter. Aber der hatte doch am Anfang mal geschossen gehabt. So, Schnellreise. Schauen wir uns mal diese Fabrik an. Wo ist die überhaupt? Ach da. Level 1. Mayday, Mayday. Hier spricht Freestar Ranger Nirgalu. Falls mich jemand hört. Systemausfall. Brauche Hilfe. Ich wiederhole. Ich brauche Hilfe. Du befindest dich im Freestar Collective Raum. Scan abwarten. Oh, 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 bremse, 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 bremse. Oh, das war jetzt ein bisschen zu nah. Kannst du mal wenden? Ist unter uns. So, einmal andocken. Okay, einsteigen. Schauen wir mal vorbei.
Okay. Gut, dann wird das mal wieder repariert. Mal hier Sachen. Ich kann einfach Sachen mitnehmen, aber ich muss erstmal Sachen verkaufen. Oh. Vielleicht sollte ich den Marker Fahrwerkstellwechsel reparieren. Okay. So, da geht's nicht weiter. Lin? Ich muss nochmal vorbei. Hallo, mein... Ach, Mann! Heute ist nicht mein Tag. So, komm. Runter von der Leiter. Komm mal hier mal auf. Goodies. Ja, geil. Ist natürlich nichts drin. Gefängnis. Können wir das Schiff vielleicht haben? Noch eine Tür. Oh, nee, leider keine Station. Oh, da gibt es Sachen zum Stehlen hier. Ja, ja, ich komme gleich zu euch. Einen Moment. Lass mal hier mal gucken. Nichts drin. Guten Tag. Na, was haben Sie angestellt? Du bist hoffentlich hier, um mir zu helfen und nicht, um mein Schiff zu stehlen. Ist das eine Option? Naja. Ja, ist nicht bestimmt, aber ich bin nicht... Aber ich hätte es gern, aber ja, gut. Du brauchst meine Hilfe? Ich würde ja lachen, aber das tut weh. Ich habe eine Bande von Gesetzlosen verfolgt, die Handelsschiffe überfallen. Die Schweine haben mich überrumpelt. Ich konnte sie verjagen, habe aber einiges eingesteckt. Wie du siehst, kann ich keine Reparaturen vornehmen. Bitte reparier mein Schiff. Ist schon erledigt, danke. Ja. So komme ich nach Hause. Ja. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass die Freestar Ranger nicht gerade eine Armee sind. Wir sind meist auf uns alleine gestellt. Also, reden wir über die Gesetzlosen. Sie sahen ziemlich mitgenommen aus und sind vermutlich nicht weit gekommen. Aber wenn sie es in ihr Versteck schaffen, finde ich sie nie wieder. Das dürfen wir nicht zulassen. Ja. Sie waren wohl zum Polvomond Miata unterwegs. Viel Glück bei der Jagd. Yay, Weltraumschlacht. Das war's. Vor allem, wie kannst du's... Vor allem, wie kannst du selber getroffen sein? Hier drin. Kann ich eigentlich da ein Foto machen? Kann ich da raus? Nein, ich kann hier nicht raus. Naja, okay. So, ciao. Moment. Das nehme ich mit. Geh die weg. Ja, dann. Einmal nach oben. Södele, Ausgang. Hier ist das unser Schiff. Ja, guck mit. So, abdocken. Okay, Schiff. Eigentlich hätte man natürlich auf die Raumstation gehen können.
Sind wir auch da? Ja, Kurs festlegen. Also. Hat das jetzt schon auf Miata, ne? Und der Roboter ist schon wieder draußen. Ah, das gibt's doch nicht. Das werden wir sehen. Na komm, einmal wenden. Da, wenden. Nice. Ja, komm her. Nein. Nice. Level 24. Das war's. Ja, okay. Dann gehen wir nach Hooptown. Ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen mehr. So, Hooptown. Warte mal. Nein. Dahin. Ja. Wieso können wir nicht direkt landen? Oh. Moment. Okay, das wär's. Willkommen in Hooptown. Donkey. Dann einmal landen, hier bitte. Donkey. Mal schauen. Wirkt ein bisschen blau. Vielleicht so ein Meeresplanet? Nee, das ist sehr industrielastig hier. Okay. So, also hier. Dürfte nicht schwer sein, hier organisches Material zu finden. Für was? Captain, freut mich, Sie zu sehen. Schwierig. Schwierig. Hooptown. Aber sonst, da mache ich mal schnell ein Foto. Einmal ausblenden. Dankeschön. Weiter geht's. Ich will keine Beschwerden hören. Ja, ja, alles gut. Rangers! Ey, cool. Unsere Bude. Gar keiner eingesperrt. Das ist grundsätzlich. Moment. Ich glaube, der ist kaputt. Moin. Bitte um Vergebung, aber ich bin etwas verzweifelt. Schön für dich. Behalt deine Wertsachen im Auge. Alle kommen mit ihren Problemen auf uns zu. Cool. Mein Sinn. Du hast es geschafft. Haben die Gesetzlosen dir viel Ärger gemacht? Nö. Gut, hat sicher nicht geschadet, dass ich sie schon weich gekocht hatte. Gutes Timing. Es ist gerade ein Kurier aus Aquila angekommen. Der Marshal lässt grüßen und schickt ein Briefing zu deinem Fall. Ich hatte keine Ahnung, dass ein Schiff gestohlen wurde. Mir hat niemand was davon gesagt. Jedenfalls empfängt Hope uns, sobald wir bereit sind. Wenn du vorher noch was erledigen willst, nur zu. Nö, konnte losgehen. Sein Büro ist oben. Er ist in einem Meeting, aber das müsste bald vorbei sein. Komm. Du bist hier Ranger und kriegst es nicht mit, dass ein ganzes Raumschiff gestohlen wird. Das ist irgendwie arm. Ich nehme an, dass der Marshall es dir schon gesagt hat. Trotzdem. Ron Hope ist nicht nur Gründer und Präsident von Hometech, sondern Mitglied im Rat der Gouverneure. Der Rat kontrolliert die Freestar Ranger, also mach ihn nicht wütend.
Ich habe viel Zeit. Ich soll einfach mitspielen. Okay. Er ist manchmal etwas schwierig, aber auch bewundernswert. Er hat alles aufgebaut, was du hier siehst. So ziemlich jeder in der Stadt verdient sein Geld nur dank ihm. Ich würde da gerne mal in diese Halle da reingehen. Ist aber schade, dass die halt einfach nichts machen hier. Behandle ihn mit etwas Respekt. Alles klar. Moin. Bis ganz nach oben. Bilde ich mir das ein oder haben alle Spitzenmanager der Systeme ihr Büro im obersten Stock? Ja, schon irgendwie. Vor allem, wenn man dann auch noch so einen imposanten Auftritt hier macht. Oh, ich hab's eilig. Was soll das denn heißen? Es zählt nicht nur unser Ertrag. Wir sind auch für das Wohlergehen aller Menschen in der Fabrik verantwortlich. Hm. Wir kümmern uns um unsere Leute, Burgett. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Verzeihung, Mr. Hope? Ah, da sind ja endlich die Freestar Ranger. Verdammt schön, dich zu sehen, Nia. Ich glaube, wir sind fertig, Burgett. Ja, Mr. Hope. Das ist der Deputy, von dem ich erzählt habe. Großartig, großartig. Eine noble Berufung, Freestar Ranger zu werden. Wir könnten mehr von euch brauchen. Absolut schrecklich, dass ein Schiff direkt aus unserer Fabrik gestohlen wurde. Ja, Top Security. Das muss bestraft werden. Je früher, desto besser. Ja. Das sind tolle Neuigkeiten. Ich lasse es sofort abholen. Damit ist eure Arbeit aber natürlich nicht getan. Der Dieb muss gefunden und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. Ich muss euch sicher nicht an meine Position im Rat der Gouverneure erinnern. Willst du damit irgendwas sagen? Ja, ich will es so gerne, aber ich lasse es lieber. Das kann ich so mich zusammenreißen. Dann weißt du, was ich von dir erwarte. Also, habt ihr wenigstens irgendeine Spur? Einen Hinweis? Schwierig. Ja. Was passiert ist, nachdem das Schiff gestohlen wurde, ist mir egal. Ich will nur dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passieren kann. Mehr Security und Kameras. Ich weiß nicht, ob ich groß helfen kann, aber ich beantworte gerne alle Fragen. Erstmal irgendwie unsympathisch. Ja. Was? Unsinn! Wir überprüfen unsere Leute sehr genau. Hopetech legt allerhöchste Standards an seine Mitarbeiter an. Aber ich könnte Cosette wohl eine gründliche Personalüberprüfung durchführen lassen. Sei versichert, wenn wir Beweise dafür finden, dass einer meiner Leute beteiligt war, informiere ich dich. Ja. Weil ich das angeordnet habe. Warum? Würde das herauskommen, wäre unser Image unwiderruflich beschädigt. Wieso? Ich stehe in heftiger Konkurrenz zu anderen Schiffsbauern. Jedes Anzeichen von Schwäche wäre fatal. Und vor allem würde wohl jeder Schiffsdieb in den besiedelten Systemen nach Hopetown kommen und das nächste große Ding planen. Ja. Nein, gar nichts. Es war ein ganz gewöhnlicher Hopetech-Frachter. Wobei es natürlich äußerst wertvoll war. Hopetech baut die robustesten und zuverlässigsten Raumschiffe in den besiedelten Systemen. Meine Schiffe halten doppelt so lange wie alles, was Stroud Eklund fabriziert. Ah. Ah. Ja.
Gut. Dir muss eines klar sein, Deputy. Diese Stadt ist die Heimat von Männern, Frauen und Kindern. Warum ist die Stimme jetzt anders? Die auf Hope-Tech angewiesen sind. Ich biete ihnen die Jobs, die ihnen genügend Essen und ein Dach über dem Kopf sichern. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Wenn die Sache herauskommt, verlieren meine Investoren das Vertrauen und meine Arbeiter bezahlen dafür. Das darf nicht passieren. Es soll mich ja zusammenreißen. Schön, dass wir uns verstehen. Entschuldigung, Mr. Hope. Aber es ist dringend. Nicht jetzt, Cosette. Ich bin beschäftigt. Aber wir haben neue Informationen. Ich habe soeben erfahren, dass das gestohlene Schiff direkt nach dem Diebstahl in Neon gelandet ist. Endlich ein Durchbruch. Tja, Deputy, was wie es aussieht, fliegst du nach Neon. Und ich kann mich wieder der Arbeit widmen. Denk daran, was wir besprochen haben. Meine Leute zählen auf dich. Naja. Hey, können wir uns kurz unterhalten? Ja, gleich. Ich will mal kurz schauen, ob ich da raus... die Tür ist offen. Naja, aber muss... Bisschen wenig los, auch keine Mitarbeiter. Moin. Viel Spaß bei Hope-Tech. Danke. Das war nicht so hilfreich wie erhofft. Aber immerhin weißt du jetzt, wo du anfangen musst. Ja. Ja, ich auch. Du fliegst also wohl nach Neon. Es gibt dort einen Ranger. Jalen Price. Er ist ein bisschen anders als wir anderen. Aber Neon ist ja auch ein bisschen anders. Ja. Tja, darüber könnte man stundenlang reden. Kurz gesagt, Verbrechen, Gesetz und Gerechtigkeit werden dort anders interpretiert als anders. Ah, so wie ich. Okay. Du musst also eventuell kreativ werden. Alles klar. Er kann dir bestimmt helfen. Also, wir haben beide zu arbeiten. Hat mich gefreut, Deputy. Danke noch einmal für die Hilfe da draußen. Ja. Ja, die Frage, wer dem Schiffsdieb geholfen hat, ist noch offen. Keine Sorge, ich sehe, was ich rauskriege. Sei vorsichtig, Ernährer. Geil, 8300 Credits. Läuft. Mein Computer ist viel zu lahm. Es dauert eine Minute, die Master-Tabelle zu laden. Glaub mir, ich habe schon viel Schlimmeres erlebt. Aber solche Beschwerden, die habe ich auch schon gehabt. So, dann würde ich sagen, machen wir Schnellreise. Wenn es denn geht, mal raus hier. Neon, 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 Neon. Das hier? Voila. Ja. Neon, sprich mit... Ja, landen. Schon viele meiner haben in einer Nacht in der Astral Lounge hier. So, jetzt hier wieder raus. Nee. Die Security hat Saburo Kadibur. Das ist unser Außenposten. Das sieht geil aus. Hey, mir ist egal, für wen du arbeitest. Du kannst nicht... Oh, du bist der Neuling, oder? Wenn das schon reicht, um dein Ego zu verletzen, wirst du es nicht lange in diesem Job machen. Der Marshall hat gesagt, du gehst einem Hinweis auf ein gestohlenes Schiff nach. Ehrlich gesagt, fließt sehr viel Diebesgut hier durch. Aber die Stadt wahrt ihre Geheimnisse sehr gut. Sogar vor uns. Du hörst nicht zu.
Wir sind hier nicht in Aquila City. Die Marke ist hier weniger wert. Die Leute, die hier das Sagen haben, scheren sich nicht groß ums Gesetz. Ich Unser auch nicht. Job ist es, den Frieden zu hüten und dafür zu sorgen, dass die Gewalt nicht eskaliert. Es kann hier wirklich keiner einen übereifrigen Deputy brauchen, der überall herumschnüffelt. Ja. Neulinge. Dein gestohlenes Schiff muss im Raumhafen gelandet sein. Wenn es frisch aus der Fabrik kam, ist es sicher aufgefallen. Ich kenne da einen, Billy Clayton. Er macht in der ganzen Stadt Wartungsarbeiten und behält für mich den Schiffsverkehr im Auge. Ich stelle ihn dir vor, aber erwarte keinen Gefallen. In Neon kostet alles etwas, wenn auch nicht immer Credits. Ah, so kommen wir also von Nebenaufgabe zu Nebenaufgabe. Ja. Halt dich aus den Angelegenheiten anderer Leute raus, solange es geht. Lass Kleinigkeiten durchgehen. Misch dich in Streit nur ein, wenn er eskaliert. Und vor allem, glaub nicht, dass die Marke dich beschützt. Ja, gut, los geht's. Komm. Schade, ich wollte mich eigentlich noch umsehen. Echt beeindruckend, wie du bei dem Bankraub in Aquila City freiwillig mitgeholfen hast. Ja, ich habe die Berichte alle gelesen. Eins lernt man in Neon schnell. Informiert bleiben und am Leben bleiben gehören zusammen. Echt also irgendwie wissen das jetzt alle, hä? Einzige Geisel verloren hast. Kein Wunder, dass der Marshall dich sofort rekrutieren wollte. Wenn er es nicht getan hätte, hätte er ausgesehen wie ein Idiot. Weil ein Also an den Weg kann ich mich aber nicht erinnern, raus zum Dock. Sei vorsichtig. Wo sind wir jetzt? Wenn hier jemand versuchen würde, eine Bank zu überfallen, würde er sofort abgeknallt werden. Geiseln hin oder her. Es gibt zwei Dinge, die man in Neon nicht tut. Erstens Bayous Geld anrühren und zweitens Aurora vom Planeten bringen. Ja, das muss damit ich dir einschärfen, weil mich die Tatsache beunruhigt, dass du Gerechtigkeit für absolut hältst, Deputy. So einfach ist es nie. Gerechtigkeit bedeutet für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge. Und Gesetze lassen sich auslegen. Ein Ranger entscheidet mit Urteilsvermögen und Intuition, was für die Menschen am besten ist. Ey, Moment mal, das war doch letzte Mal nicht besetzt. Aber okay. Frankie's Grab and Go. Hey. Hey, Billy. Hast du kurz Zeit? Was? Ach, du bist's. Du hast mich erschreckt. Ich dachte, du bist einer von Goodmans Leuten. Weit gefehlt. Unser neuer Deputy hier arbeitet an einem Fall und ich dachte, du kannst vielleicht helfen. Schieß los, Neuling. Ja, also. Was brauchst du? Jetzt vor kurzem gestohlen ist Haupt des Schiff gelandet. Ich suche einen Dieb, der Klebe genutzt ist. Schiff hast du. Ich habe mir geschworen, nicht zu weinen. Wow. Frisch aus der Fabrik? Wow, das ist echt mal beeindruckend. Tja, es ist so. In Neon gibt es unendlich viele Schiffsdiebe. Ich sehe sie täglich kommen und gehen. Ist ganz schön schwer, die alle auseinanderzuhalten, wisst ihr? Ach ja? Ich bin einer davon. Ich kann dir helfen, aber im Moment ist mein Leben in Gefahr, obwohl ich nichts gemacht habe. Freestar Ranger sollen doch die Unschuldigen beschützen, oder? Hm.
Dann musst du dir das anhören. Es geht um meinen Bruder. Er ist gestorben, hatte aber noch Schulden bei einem Syndikat-Kreditteil namens Alan Goodman. Jetzt will Goodman das Geld von mir eintreiben. Und wenn ich nicht zahle, bin ich tot. Ah, soll man das wirklich... Ja, gut. Ich schwöre es bei meinen besten Schraubenschlüsseln. Goodman hat sich in einem der Lagerhäuser in Epside verschanzt. Das Lagerhaus ist fest verriegelt, aber es gibt einen Wachmann, der einen Schlüssel hat. Ich bleibe bei Billy, falls Goodmans Eintreiber auftauchen. Die sind nicht so dumm, sich mit mir anzulegen. Okay, Billy Goodman. Sehr bekannter Name. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss. Wir sind eh schon wieder über der Zeit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Gehen wir zu dem Eintreiber da hinten. Und dann kriegen wir hoffentlich unsere Infos und dann mal schauen, was es mit dieser Farm da auf sich hat. Das ist eine interessante Nebenquest. Okay, bis dahin. Viel Spaß. Gute Reise. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.